Auch die 9. Auflage des Beachvolleyballturniers auf dem Schneeberger Markt war für viele Kinder und Jugendliche eine fest eingeplante Veranstaltung. Natürlich haben das super Wetter und die erste Beachlounge im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass die Erwartungshaltung hoch war. Kindern und Jugendlichen sportliche Aktivitäten nahezubringen und mit dem Beachvolleyball auch eine attraktive Sportart zu vermitteln, ist erneut eindrucksvoll gelungen. In den Vormittagsstunden waren hier Schulen aus Schneeberg, Bad Schlema, Aue, Lauter und Schönheide am Ball. Erfahrene Volleyballtrainer waren an allen Tagen präsent. Einige der Jugendlichen sind über Jahre schon am Start und verfolgen die Entwicklung in den Turnierspielen sehr aufmerksam. Am Mittwoch war dann wieder die Vorrunde für Mixteams. Die Teilnehmerzahl ist seit Jahren so hoch, dass wir schon an unsere logistische Grenze kommen, so der Geschäftsführer Peter Stimpel. Auch in der Abiturstufe und den Jugendlichen bis 24 Jahre war es ein spannender Vorrundenkampf. Am Freitag wurden die Finalrunden gespielt, die dann der sportliche Abschluss der Woche waren. In der Altersstufe 9-10 kam die beste Mixmannschaft mit Cynthia Gläser, Milene Georgi, Fabrice Köhler und Tim Müller von der Oberschule Lauter. Bei den Mädchen gewannen die Volleyballbärin Sophie Rummel und Stefanie Eigler vom BSZ Schwarzenberg bzw. Aue. Auch Toni Lang und Vincent Steiniger von der TU Chemnitz gehören zu den Siegern. Das erste Mal gelang es im zweiten Anlauf, den Firmencup durchzuführen. Dieser fand am Samstag statt. Unternehmen aus Schneeberg und der Region fighteten um den Gesamtsieg. Es war ein stimmungsvoller Einstieg in die Idee, die das Beachvolleyballturnier auf dem Schneeberger Markt gut ergänzt. Als erster Sieger beim Firmencup der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg steht der Zug 322 der Bereitschaftspolizei fest. 270 Tonnen Sand, unzählige ehrenamtliche Stunden der Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Bergstadt Schneeberg bis in die Abendstunden zum Ende der Beachlounge, 550 Kinder und Jugendliche und 10 Unternehmen der Region prägten das Bild des 9. Beachvolleyballturniers auf dem Schneeberger Markt. Die Veranstalter freuen sich schon auf das Zusammenkommen im nächsten Jahr.